So. So. Ja, noch mehr? Ach da! Meine Güte! Da oben noch. Da ist auch schon wieder so eine Kakerlake. Mann, macht das Spaß. Da ist auch noch einer. Na komm, laden, laden, laden. Jupp, mach ich. Na toll, jetzt sind alle Waffen weg. Jetzt sind alle Waffen weg. Was? Aber ich habe möglicherweise den Nutzen ihrer affenartigen Physis unterschätzt, Laskovic. Dati Schut, sagen Sie es mir. Wer sind die? Die Dati Schut sind eine uralte mystische Gruppierung. Über okay. Geheimhaltung unser oberstes Gebot. Was wollen Sie tun? Beten? Oder? Nein, nein, mein Kind. Wir beten nicht. Wir erfinden Dinge. Verstehen Sie? Die Technologie, die die Dudley Schut entwickelt haben, ist allem, was sie jemals gesehen oder sich vorstellen können, um Jahrhunderte voraus und hochgefährlich in den falschen Händen. Das Regime hat unser Versteck gefunden, unsere Geheimnisse gestohlen und damit den Krieg gewonnen. Alles, was sie erreicht haben, einfach alles, basiert auf unserem Wissen. Aber es gibt nicht nur ein Versteck. Wir haben hunderte davon an den geheimsten Orten auf der Welt. Hunderte. Manche klein und provisorisch, wie das vom Regime entdeckte. Andere groß und bis oben hin vollgestopft mit Wissen. Unglaublichen Erfindungen. Dingen, die ihnen wie Magie vorkommen würden. Nun, ich kann sie an einen solchen Ort führen, aber es wird nicht leicht. Was brauchen wir? Das Versteck, das ich meine, liegt tief. Wir brauchen ein U-Boot, das extrem tief tauchen kann, das ist alles. Ein gottverdammtes U-Boot des Regimes stehlen? Das wollen Sie? Sind Sie völlig übergeschnappt? Ich weiß, wo wir eins herbekommen. Aber damit es klappt, muss das Ding hier funktionieren. Legen Sie das hin? Madame, ich bin ein Ingenieur, der Dati schützt. Sowas kann ich im Schlaf. Gut. Wir bräuchten daran auch noch ein paar zusätzliche Modifikationen. Ich werde die Details für Sie notieren. Blaskovic, Sie helfen ihm dabei, ja? Okay. Okay. Herr Blaskovic, ich bräuchte noch ein Schweißgerät. Bitte. Seth? Ja? Ich frage mich, was Ihre Organisation eigentlich genau getan hat. Geht es um irgendwelche übernatürlichen Maschinen? Okay, Notizen. Wenn die jetzt gerade reden. Schweißgerät, wo finde ich denn das? So. Keine Ahnung. War hat er nicht aus dem Lager? Krass. Er ist ganz schön verletzt. Gut, ich werde mal nach diesem Schweißgerät
denke ich mal, das wird hier wahrscheinlich beim Helikopter liegen. Sie sehen mich an und erwarten Antwort, was? Ja, eigentlich schon. Was wollen Sie, Bleskovic? Ich suche das Schweißgerät. Haben Sie es gesehen? Nein, ich glaube nicht. Oh, warten Sie kurz. Sie haben recht, Sie haben recht. Ich wollte das Geländer beim geheimen Brunneneingang reparieren. Das Scheißteil ist mir dabei ins Wasser gefallen. Bin gerade beschäftigt. Wenn Sie das Schweißgerät brauchen, dann müssen Sie wohl baden gehen. Die Tür zum geheimen Brunneneingang ist im Hauptraum hinter dem Tisch. Im Hauptraum hinter dem Tisch. Okay, dann müssen wir wieder reingehen. Na. Im Hauptraum hinter dem Tisch. Okay. Nee, definitiv nicht. Entschuldige. Ich meine, ich will dich nicht aus deinen Träumen reißen, aber ich muss durch die Tür. Oh, bitte. Ich möchte lieber nicht daran denken, woran ich jetzt denke. So schlimm, hm? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, der muss eigentlich einen Sprung in der Schüssel haben. Aber warum habe ich keinen? Oder habe ich einen und hab's nicht mitbekommen? Wir verändern uns alle. Wer wir auch sind oder wo wir herkommen. Es steht, wir beide müssen den Gefahren trotzen. Müssen es bis auf die andere Seite schaffen. Und das Regime stürzt. Und das Regime stürzt. Wir werden gemeinsam einen trinken, wenn es soweit ist. Okay, dann macht mal euer Gespräch mal woanders weiter. Weil ich will endlich mal was holen. Nee, die Waffe möchte ich jetzt nicht hier unbedingt entladen. Okay. Da ist er definitiv nicht. Weiter geht's, ich habe aus Versehen was vergessen, hier auf Aufnahme zu drücken. Gut. Ja, ich bin ein bisschen geschwommen. Okay. Das war wohl nichts, ein Satz mit X. Okay, Messer ist wahrscheinlich besser. Okay, dann machen wir mal hoch hier. Okay, was labern die denn da? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wo ich bin. Warum ist denn das so laut? Gute Frage, wir müssen definitiv weitergehen. Wo kommt denn das alles her?